Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen Gottes. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen und schön, dass ihr zu uns gekommen seid, heute zu unserem Abendgebet in Anlehnung an den Evensong der anglikanischen Kirche. Ich will mit euch gemeinsam zur Ruhe kommen, beten und genießen, dass Reinhard Eggers für uns die Orgel spielt. Und ich will dankbar sein mit euch. Dankbar, dass Veronika Würfel heute zu uns gekommen ist, ganz spontan, denn erst gestern haben wir erfahren, dass Johanna Knaut leider absagen musste. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie da sind und wir gemeinsam Ihrer Stimme lauschen können. Und jetzt lasst uns singen, denn Gottes Heiliger Geist will mit uns sein. Jesus Christus, du bist unser Bruder und Herr. Im Licht deiner Wahrheit erkennen wir, dass wir Irrwege gegangen sind, in Gedanken, Worten und Werken. Dich sollen wir über alles lieben, unseren Gott und Heiland. Aber wir haben die Zeit vertan, die Zeit, die du uns anvertraut hast. Du hast uns unseren Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie uns selbst. Aber wir erkennen, wie wir versagt haben in Selbstsucht und Trägheit unserer Seele. Darum kommen wir zu dir und wir bekennen unsere Schuld in Zerknirschung unseres Herzens. Richte uns, Gott, aber verwirf uns nicht, denn wir wissen, wir können nirgendwohin entfliehen als in deine barmherzigen Arme. Umfasse uns zärtlich, Liebster, und vergib uns unsere Verfehlungen. Amen. Gott, gedenke meiner.
Die Lesung steht bei Jesaja im 43. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, soll sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flammen wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Statt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich. Und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln und will zum Norden sagen: Gib her, und zum Süden: Halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe und zubereitet und gemacht habe. Thank you.
zweite Lesung steht bei Matthäus im 28. Kapitel, die Verse 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie allen alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasset uns beten, Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hinsehen soll oder wovor meine Augen ich am liebsten verschließen will. Unsere schnelllebige Zeit, sie macht mir immer wieder Angst. Krieg in Europa, brennende Wälder am Atlantik, politische Machtspiele in so vielen Ländern auf der Welt, hungrige Kinder, durstige Pflanzen und so, so viel mehr. Und wer weiß schon, was morgen noch alles auf uns zukommt. Doch vieles davon liegt nur in unseren menschlichen Händen. Nur wir können es ändern. Doch ich gestehe ein, es macht mir Angst. Und dann kommst du und sprichst direkt in mein Herz. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dein Sohn, unser Bruder, verspricht jedem von uns. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Du Großmütiger, von dem jedes heilige Verlangen, jeder gute Rat, jedes gute Werk von dem Frieden ausgeht, gib uns als deinen Dienern den Frieden, den die Welt nicht geben kann, mit dem wir aber für den Frieden in der Welt streiten können, mit dem wir für Versöhnung streiten können, mit den Waffen der Gewaltlosigkeit und denen der Liebe, damit Gewalt und Terror auf unserem blauen Planeten aufhören, auf dass unsere Herzen deinen Geboten folgen und wir frei von Angst unsere Zeit hier in Frieden verbringen können. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Retter. Amen. Ach Herr, wir bitten dich, sende dein Licht in die Dunkelheit, die uns umgibt. Behüte uns mit der Fülle deiner Gnade vor allen Anfechtungen und Gefahren dieser Nacht, um der Liebe deines einzig geborenen Sohnes und unseres Heilandes, Jesu Christi, willen. Amen. Thank you.
Und so geht nun gestärkt in diese Nacht und in die kommende Woche als die gesegneten und geliebten Kinder Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.